Okay, ich glaube, dann können wir mal loslegen. So, hallo allerseits, ich bin Max, und ich präsentiere eine Arbeit, die zusammen mit drei anderen Leuten entstanden ist, nämlich Dominik Herrmann, Pascal Wichmann und Henning Predöhl von der Uni Hamburg. So, und das ganze Projekt hat im Endeffekt damit angefangen, dass wir uns gefragt haben, wenn ich mich über sowas wie Hilfe zum Lebensunterhalt, soziale Unterstützung, sowas informiere, wer erfährt eigentlich alles davon? Und man sieht jetzt hier einen Screenshot der Webseite der Stadt Hamburg, wo es eben um Hilfe zum Lebensunterhalt geht. Und man sieht hier Google Analytics und diverse andere Tracking-Dienste und Werbedienste, die da drin stecken. Das ist insbesondere in Hamburg ganz furchtbar, weil da die Webseite der Stadt tatsächlich von einer privaten Firma betrieben wird, die natürlich gerne Geld verdienen möchte. Und dann kommt sowas dabei raus. Das heißt, irgendwelche dubiosen amerikanischen Tracking-Firmen wissen jetzt, dass ich mich für solche Themen interessiere und können mir entsprechende Werbung schicken. Nicht so schön. Und solche Fragestellungen wollten wir jetzt eigentlich gerne ein bisschen automatisch analysieren können. Und da geht es eben um allgemeine Aspekte von Privacy. Und da ist natürlich die erste Frage, Privacy, da gibt es so viele verschiedene Definitionen, was meinen wir damit eigentlich? Und da gibt es im Endeffekt zwei verschiedene Sorten von Privacy, die man sich angucken kann. Es gibt einmal so die technische Sorte Privacy, wo es eben um SSL geht und es geht darum, dass irgendwelche Social Media Buttons eingebunden werden und irgendwelche dubiosen Tracking-Firmen, die da irgendwie ihr Unwesen treiben. Und dann gibt es die zweite Sorte Privacy, das ist eher so die soziale, juristische Black Hats, die an meine Daten wollen, Geheimdienste, die an meine Daten wollen, Datenschutzbedingungen lesen und sowas. Das sind alles Sachen, die man ganz schwer nur technisch automatisiert feststellen kann. Also es gibt leider noch kein gutes System, das Datenschutzbedingungen automatisch liest und irgendwie verständlich aufbereitet. Und wir haben uns entschieden, uns also für diese technischen Aspekte hauptsächlich mal zu interessieren und dafür eben ein System zu bauen, dass ich das automatisch angucken kann. Da gibt es jetzt schon einige Systeme, die sich so einige Unteraspekte davon angucken. Ihr kennt wahrscheinlich das Qualys SSL Lab, das sich die SSL-Konfiguration von Webservern anguckt. Es gibt securityheaders.io, wo man sich angucken kann, welche, naja, Security-Headers von einer Webseite gesetzt werden. Das ist sowas wie Strict Transport Security, aber auch Public Key Pinning oder auch Content Policies, die sagen, was ich dir schicke, interpretierst du bitte niemals als JavaScript oder sowas. Alle solchen Sachen. Es gibt ein recht schönes Projekt aus Schweden von der schwedischen NGO Datasheet. Und die haben ein System entwickelt, wo sie eine Webseite analysieren, wo sie sich angucken, wird HTTPS verwendet, werden die Referrers geleakt, also wenn ich von der Webseite auf eine andere Webseite wechsle, was gibt mein Browser dann als Referrer mit? Gibt er mit, dass ich von dieser Webseite komme? Gibt er vielleicht sogar die exakte URL mit? Oder gibt er überhaupt nichts mit? Das kann die Webseite ja selber bestimmen. Und dann eben, wie viele Cookies gesetzt werden, wie viele Third Parties kontaktiert werden und solche Sachen. Und in einer etwas anderen Gegend ist dann unterwegs https.jetzt. Die haben sich zum Ziel gesetzt, mal zu gucken, wie eigentlich die Webseiten von Behörden aussehen, was das Deployment von HTTPS angeht. In diesem kleinen Ausschnitt sieht man jetzt, dass der deutsche Wetterdienst aus irgendeinem Grund recht gut dabei ist mit 40% HTTPS und die anderen alle so bei 2 bis 3% rumkrebsen. Nicht so richtig schön, da geht noch was. Und da war eben auch die Idee, die Sachen einfach ein wenig zu vergleichen und zu sagen, ja, wer ist besser, wer ist schlechter und dass man dann vielleicht auch sagen kann, hey, ihr seid ganz unten auf der Liste, macht doch mal ein bisschen mehr HTTPS, damit ihr auf der Liste weiter nach oben kommt. Und ja, das alles zusammengenommen ergibt dann im Endeffekt unser System, nämlich Privacy Score. Wir gucken uns an, wie privatsphärefreundlich eine Webseite im Allgemeinen ist, wieder auf diesen technischen Kriterien basiert, das heißt, Tracker eingebunden, Cookies gesetzt, HTTPS für die Webseite, StarTLS für den Mail-Server, das generelle Sicherheitsniveau, was die Nutzung von solchen Security-Headers angeht und auch so ein paar Kleinigkeiten wie,
liegen da irgendwo Datenbank-Backups rum unter vorhersagbaren URLs, die man einfach so runterladen kann? Liegen da irgendwelche Git-Repositories rum, wo sie vermutlich nicht hingehören und solche Spielereien? Das Ziel soll dabei eben nicht nur sein, sich eine einzelne Seite anzugucken, sondern eher mehrere Seiten zu vergleichen. Das heißt, mich interessiert jetzt nicht so sehr, was ist eigentlich das spezifische Ergebnis für die Techniker-Krankenkasse, sondern mich interessiert, was ist das Ergebnis der Techniker-Krankenkasse im Vergleich zur AOK und irgendwie 5 anderen Krankenkassen. So. Das heißt, der Vergleich und auch das Aufstellen von Rankings ist da das Ziel. Wir sind auf einer technischen Konferenz, deswegen gibt es hier einen kurzen Ausflug in die Technik. Einfach nur ganz oberflächlich, wir benutzen Django, um die Ergebnisse darzustellen und im Backend die ganzen Scans zu verwalten. Wir haben OpenVPN, um die Webseiten tatsächlich abzurufen. Das ist im Endeffekt ein Firefox, der ohne grafisches Interface läuft, aber ansonsten all das macht, was ein normaler Firefox auch tut. Das heißt, es wird JavaScript ausgeführt, CSS interpretiert, all diese Sachen. Und damit kriegt man ein sehr viel realistischeres Bild davon, was in einem normalen Browser ohne Adblocker und so weiter passieren wird, wenn man diese Webseite abruft, als wenn man das einfach nur mit wget irgendwie runterzieht und dann den Quellcode irgendwie parst. Die TLS-Analyse machen wir mit testssl.sh. Das ist ein Tool von einem meiner Meinung nach relativ wahnsinnigen Menschen, der sich gedacht hatte, wisst ihr, was eine total geniale Idee wäre, einen kompletten SSL-Scan in purem Bash zu implementieren? Das gibt es auch in einer etwas weniger wahnwitzigen Variante, wo er OpenSSL da drin hat und die benutzen wir dann. Die Tasks werden zwischen verschiedenen virtuellen Maschinen verteilt, damit da auch irgendwie mal was passiert, wenn man so eine Liste mit 500 Webseiten reinwirft und das nicht irgendwie ewig dauert. Das machen wir mit Celery. Und um festzustellen, ob eine Third Party ein Tracker oder ein Werbenetzwerk ist, haben wir einfach mal gesagt, gut, wir nehmen jetzt erstmal die Easy List und Easy Privacy. Das sind zwei Blockerlisten für Adblock Plus und uBlock Origin und wie sie alle heißen. Und was da drin steht, gehen wir mal davon aus, dass das erstmal nicht so richtig schön ist. Und natürlich, wenn irgendwo Fehler auftreten, wollen wir das auch wissen. Dafür haben wir dann Sentry. Ja, genial, alles Free Software. Unser System ist auch Free Software, kommen wir am Ende zu. Sehr hilfreich, was es da so alles gibt. So, jetzt machen wir einmal kurz eine Live-Demo in der Hoffnung, dass die Live-Demo funktioniert. Das ist die Webseite und man kann hier sehen, dass es ein relativ zentrales Konzept ist eben sind eben diese Listen, wo man dann eben mehrere vergleichen kann. Das heißt, gucken wir doch mal, wie es um die Privatsphäre auf den Webseiten von Datenschutzbehörden aussieht. Haben wir oben eben eine kleine Beschreibung. Und dann kann man hier eben die Liste sehen. Hier sieht man die URLs. Ein paar weitere Metadaten haben wir auch angegeben. In diesem Fall ist es nur das Land, zu dem es gehört. Und dann haben wir hier eben die jeweiligen Ergebnisse der Kategorien. Die erste Kategorie ist No Track. Da geht es um Tracking, Tracker, Werbenetzwerke, all diese schönen Dinge. Rechts daneben ist EngWeb, das ist die HTTPS-Konfiguration. Bei Attacks geht es so um Security-Headers, die gesetzt werden und eben auch um diese Information-Leaks, über die ich schon gesprochen hatte. Und EngMail ist nochmal das gleiche für eben Mail-Server. Und das Ergebnis einer Kategorie ist dann immer das schlechteste Ergebnis, das bei einem einzigen Test in dieser Kategorie aufgetreten ist. Das heißt, wenn irgendwo einmal ein Bad-Ergebnis dazwischen war, ist die ganze Kategorie erstmal als Bad bewertet. Das haben wir jetzt erstmal so als anfänglichen Algorithmus genutzt. Da müssen wir noch ein bisschen dran schrauben. Die Detailergebnisse sehen dann zum Beispiel so aus. Das ist jetzt recht erfreulich hier. Es werden keine Drittanbieter eingebunden, dementsprechend auch keine bekannten Tracker, keine Cookies werden gesetzt, kein Google Analytics. Die Server stehen alle in der EU, in diesem Fall in Dänemark, was bei einer dänischen Behörde nicht weiter verwunderlich ist. Und da kommen dann auch teilweise echt interessante Sachen raus. Zum Beispiel stellt man dann fest, dass die E-Mails vom Spiegel über Irland laufen. Das heißt, wenn er die E-Mail an den Spiegel schreibt, dann geht das erstmal über so ein Microsoft-Spam-Protection-Gedöns, das irgendwo in Irland steht. Und das heißt, ihr geht irgendwie einmal durch die UK, die ja nun bekanntlich Teil der Five Eyes sind. Also, vielleicht nicht so schön. Hier sieht man eben dann die TLS-Ergebnisse für den Webserver. Das ist allen größtenteils erfreulich, kein Strict Transport Security und so.
Da sind dann relativ viele dieser Attacken so zwischen. Und hier sind jetzt die Information Leaks. Da sieht man, die haben da so ein Git-Repository rumliegen. Haben wir denen vor bald 4 Monaten gesagt, das scheint sie nicht weiter zu interessieren. Dementsprechend, naja. Und hier sieht man noch ein relativ häufiges Problem. Der Scan von dem Mail-Server hatte leider ein Timeout, weil sie wie viele andere Leute auch Tarpitting benutzen. Das heißt, je mehr Verbindungen man hinschickt, desto langsamer werden die Verbindungen. Eine TLS-Scan schickt sehr viele Verbindungen. Irgendwann wird es einfach so weit runtergethrottelt, dass der Scan nicht mehr durchläuft, bevor nach irgendwie so 2-3 Minuten der Timeout ist. So viel zu den Ergebnissen. Wenn wir jetzt mal eine neue Liste anlegen wollten, habe ich hier schon mal so ein Template ausgefüllt. Wir sind noch hier beim CCC, das heißt, wollen wir mal gucken, wie der CCC denn so mit Datenschutz dabei ist. Haben wir hier also einen Titel für die Liste, einen Tag, ein Pseudonym, eine kurze Beschreibung und hier unten kann man dann eine CSV-Datei hochladen. Da habe ich schon mal was vorbereitet. So, das ist die Liste von allen RFAs und Chaos-Treffs, die auf der CCC-Webseite gelistet sind, mit eben der URL, dem Namen, Ort, Bundesland, Land und Typ, ob es ein Chaos-Treff oder ein RFA ist. Sind schon ein paar. Jetzt sage ich hier einfach mal Submit. Dann braucht es einen Moment. Und ja, jetzt wird er hier scannen. Wie man sieht, hat er für viele einfach noch kein Ergebnis. Die beiden, die jetzt hier gelistet sind, wurden vorher schon mal gescannt. Da hat er jetzt die gecachten Ergebnisse genutzt. Alle anderen müssen noch gescannt werden. Aber das sollte jetzt so innerhalb der nächsten halben Stunde so durchlaufen. Das heißt, wenn die Präsentation vorbei ist und ihr euch für die Ergebnisse interessiert, könnt ihr dann gerne die Webseite besuchen. Die URL kommt gleich auch noch. Und da findet ihr es dann in der Liste von Listen, wo wir auch schon einiges haben. Die ist nach Anzahl der Views sortiert. Das heißt, vermutlich wird dann die CCC-Webseitengeschichte irgendwo relativ weit unten sein, würde man denken. Interessant. Ah, Pagination, gefährlich. Ja, da ist sie, ganz hinten. Gut, so, jetzt machen wir erstmal hier weiter. So, die erste Frage ist jetzt natürlich erstmal, schönes System, was soll ich damit? Was man mit so einem System immer ganz schön machen kann, ist Vorurteile zu bestätigen. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht lesen. Das ist eine Liste von politischen Parteien, sortiert nach der Anzahl an bekannten Trackern. Zweite Priorität sortiert nach Anzahl generell von dritten Anbietern, die da drin sind und dann eben Cookies, die gesetzt werden. Die Ergebnisse sind erstmal nicht sonderlich überraschend. Die Piraten sind ganz oben, die CSU ist ganz unten. Das Überraschende ist eigentlich eher, dass die CDU so weit oben ist. Die sind da irgendwie an 4. Stelle oder so, aber ja, soweit so erwartet. Was man auch machen kann, ist Veränderungen fordern. Das ist jetzt ein Screenshot aus einem anderen System, den man ebenfalls nicht lesen kann, weil wir so wundervolle Beamer haben. Das ist ein Ausschnitt von einem anderen Projekt der bereits erwähnten NGO Datasheet. Die haben sich gesagt, gut, wir sind hier in Schweden, wir haben hier ganz viele Kommunen. Wir machen einfach mal eine Liste von den Webseiten von allen Kommunen, schmeißen die alle in unseren Scanner rein, nehmen uns die Ergebnisse, sortieren die und haben dann irgendwie eine Liste davon, welche Kommunen irgendwie die besten Webseiten haben. Und dann suchen wir uns 2 Kommunen, die sich gegenseitig nicht ausstehen können, so wie Hamburg und Bremen jetzt in unserem Fall, und gehen zu denen, die weiter unten sind und sagen, Hamburg ist weiter oben als ihr. Wenn ihr HTTPS auf eurer Webseite anmacht, überholt ihr die wieder. Und das scheint zumindest in Schweden überraschend gut funktioniert zu haben. Könnte man also mit unserem System auch tatsächlich jetzt ohne weiteres hier in Deutschland machen. Wir machen nämlich auch automatische Rescans. Das heißt, sobald eine Webseite einmal im System angekommen ist, wird sie, je nachdem wie viele Webseiten halt im System sind, immer mal wieder gescannt. Momentan scannen wir, ich glaube, 2 Seiten pro Minute neu und wir bewahren auch die alten Ergebnisse auf. Das heißt, es ist dann auch rein von der Datenbasis her möglich zu gucken, wie sich die Sachen über die Zeit entwickelt haben. Das ist jetzt im Webinterface noch nicht möglich, leider, weil wir da noch nicht dazu gekommen sind, das zu bauen. Aber generell sollte es kein größeres Problem sein.
So, wie geht's weiter? Wir arbeiten an der Uni, das heißt, wir arbeiten nicht selber, sondern wir lassen Studenten für uns arbeiten. Deswegen haben wir einen Masterstudenten, der jetzt eine Datenauswertung entwickeln wird. Wir hatten eigentlich gehofft, vielleicht schon ein bisschen was zeigen zu können jetzt, aber das ist dann leider doch nichts geworden. Das sollte jetzt aber so über die nächsten Monate dann entstehen. In Hamburg haben wir einen Studenten, der die Funktionalität erweitern will oder sogar mehrere. Da geht es um Sachen wie das Erkennen, ob eine Webseite Browser-Fingerprinting macht oder auch die Webseite einfach mal zurückfingerprinten und gucken, ob man rausfinden kann, welche Softwareversionen da laufen. Eine weitere Arbeit, die wir momentan betreuen, da geht es darum, zu prüfen, wie Betreiber von Webseiten auf Beschwerden reagieren. Wenn wir also hingehen und sagen, eure Privacy hat ein furchtbares Ergebnis bekommen auf diesem Tool, und dann sagen wir ihnen entweder, und ihr seid auf Rang so und so, oder wir sagen ihnen einfach nur, ihr habt ein furchtbares Ergebnis und wir gucken mal, was da kommt. Was wir außerdem gerne noch zur Verfügung stellen würden, ist ein API. Das ist größtenteils auch schon vorhanden, allerdings sind die Datenstrukturen momentan noch nicht ganz final, deswegen haben wir es noch nicht freigeschaltet, weil wenn ihr jetzt gegen unsere Datenstrukturen programmiert und wir dann die Datenstrukturen ändern, dann ist niemand glücklich. Und ja, natürlich, das ganze System ist Free Software unter der GPL. Wenn ihr selber was dran verändern wollt, dann könnt ihr das gerne tun, ist auf github/privacyscore. Und wenn ihr zufälligerweise an der Uni Hamburg oder der TU Darmstadt seid, dann können wir auch Abschlussarbeiten betreuen. Wenn ihr also coole Ideen habt, was dieses System noch ganz dringend braucht, dann kommt gerne zu uns. Wenn das Ideen sind, wo man nicht sofort im Knast landet, wenn man sie umsetzt, noch besser. Wir hatten da schon so ein paar Vorschläge, wo man dann irgendwie so ein bisschen auf den Hackerparagraphen guckt und sich denkt, na, lieber nicht. Da müssen wir leider so ein bisschen drauf achten, aber ja, kommt gerne vorbei. So, und naja, wie gesagt, wir sind an der Uni, was braucht jede Präsentation, die von einem Doktoranden gemacht wird? Eigentlich zwei Sachen, ein Acknowledgement-Slide und irgendwo muss ein Plot hin, weil sonst ist ja nicht Wissenschaft. Deswegen haben wir hier einen Plot von Acknowledgements, sortiert nach den ersten zwei Zeichen der MD5, weil nach irgendwas muss es man ja sortieren. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig und wir hätten relativ viel Zeit für Fragen. Die Frage war, dass ich gesagt habe, wir wollen Browser-Fingerprinting erkennen und wie das genau funktionieren soll. Browser-Fingerprinting benutzt ja ganz spezielle Browser-APIs, also das Canvas-API und ganz viele solche Sachen. Das heißt, der erste Schritt ist, beziehungsweise das macht OpenWPM schon von alleine, Zugriffe auf solche APIs zu loggen. Dann muss man eben noch ein bisschen gucken, wie man dann sozusagen vernünftige, also Zugriffe, die in Ordnung sind, unterscheidet von Zugriffen, die tatsächlich für Fingerprinting da sind. Und da macht sich der Student gerade Gedanken in Hamburg, wie das genau funktionieren wird. Die Frage war, ob auch schon jemand an einer Extension arbeitet, die auf die Daten zugreift und dann vermutlich die Ergebnisse von der Webseite anzeigt, oder? Ja, also um zum Beispiel dann die User zu warnen, wenn man auf eine Seite kommt, die eben eher nicht so schön ist, was Privacy angeht. Bisher nicht, zum einen, weil wir nicht die Ressourcen dafür haben, zum anderen auch, weil die Datenbasis momentan noch relativ klein ist. Das heißt, es ist auch eher unwahrscheinlich, dass so irgendwie eine beliebige Webseite, die man besucht, jetzt da drin hängt. Und wenn wir anfangen, aus einer Browser-Extension halt erstmal alle besuchten Webseiten direkt zu queuen, dann fallen, glaube ich, unsere VMs um relativ schnell, weil so ein Scan halt doch so 2-3 Minuten mal läuft. Dementsprechend haben wir sowas bisher nicht gemacht. Wäre technisch möglich, sobald wir das API haben. Ja?
So, die Frage war, wir haben am Anfang über Terms of Service geredet und dass man die noch nicht automatisch einlesen kann und ob ich da schon mal drüber nachgedacht habe, sowas wie dieses Terms of Service didn't read TOSDR einzubauen. Wir haben darüber schon mehrmals diskutiert. Das Problem ist, dass TOSDR jetzt spezifisch zum einen langsam schon wieder outdated ist, das wird nicht mehr wirklich aktualisiert und es hat auch nur ein sehr kleines Set an Webseiten drin. Das sind halt so die Top, keine Ahnung, 50 Internetfirmen, so Pi mal Daumen, die da drin hängen. Und wir hätten halt gerne idealerweise eine Lösung, die halt universell ist. Das heißt, da müsste man eher über so Sachen wie Natural Language Processing, sofern man Juristen Deutsch und Englisch als natural einstufen möchte, über sowas nachdenken und da ist die Technik einfach noch nicht weit genug. Es gab da so ein paar Experimente, von denen ich gelesen habe, wo Leute sowas gemacht haben, aber das schien mir alles so, als wäre das alles noch sehr in den Kinderschuhen und sehr spezifisch, dass es nicht bei weitem nicht überall funktionieren würde. Ja? Die Frage war, ob es möglich ist, als Betreiber automatisch die eigene Webseite immer wieder zu scannen nach einem Deployment. Sobald wir das API haben, auf jeden Fall. Momentan, wenn du garstige Dinge mit unserer Webseite tust, ja, kannst du es natürlich mit irgendwie automatischen Sachen, die irgendwie auf der Webseite rumsurfen, machen. Also auf der Startseite gibt es dann direkt das Eingabefeld, wo man dann direkt eine URL eingeben kann. Ob es sozusagen so geeignet für Continuous Integration Testing ist, weiß ich nicht, in dem Sinne, dass halt jeder Scan so 2-3 Minuten halt dauert. Wenn man sowas bauen möchte, sobald das API ist, da ist, ist das auf jeden Fall möglich, ja. Die Frage war, ob es möglich ist, bei jedem Rescan sozusagen also Notifications zu schicken an Webseitenbetreiber, die sich explizit dafür angemeldet haben, nehme ich an, und denen zu sagen, hey, bei euch hat sich seit dem letzten Scan was verschlechtert, zum Beispiel. Also da sind neue Third Parties dazugekommen, war das so geplant? Das ist ein Feature, über das wir schon nachgedacht haben mehrmals, das hauptsächlich aufgrund von Zeitmangel noch nicht entstanden ist. Wenn du Lust hast, es zu implementieren. ja, genau. Und also es ist ein Feature, das wir gerne hätten auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, GitHub, ne? Wenn sich jemand berufen fühlt. Sonst noch Fragen? Da oben nochmal, ja. Also es war noch eine Rückfrage dazu, wie das funktionieren sollte, was gerade vorgeschlagen wurde. Und ich glaube, die Idee wäre halt zu sagen, jedes Mal, wenn ein Rescan durchgelaufen ist, was wir ja in unserem Backend sehen können, würde man halt gucken, ob für diese spezifische Webseite jemand sich halt angemeldet hatte, als ich will bei Veränderungen eine Mail kriegen. Das heißt, es ist nicht so, dass man irgendwie täglich alle Leute anschreiben würde, weil wir auch momentan bei weitem nicht auf täglicher Basis irgendwie alle durchscannen, weil wenn man mal hier ins FAQ guckt, dann sieht man, wie viele Webseiten wir kennen. Wir kennen momentan knapp 17.000 Webseiten, haben knapp 120.000 Scans schon durch, 572 Serverleaks, hauptsächlich PHP-Infos. Und ja, also dementsprechend dauert es da ein bisschen halt mit 2 Scans pro Minute dann wieder komplett durch zu sein durch die Liste. Sonst Fragen noch? Da ist noch eine, ja. Die Frage war, ob man sozusagen ja, Scanner für uns hosten kann. Ja, es ist technisch auf jeden Fall möglich. Du könntest dich bei uns melden
Und wir müssten dich dann halt in unser VPN mit reinziehen, wo die, worüber eben der ganze Kram verteilt wird. Aber ist technisch auf jeden Fall möglich. Du musst dann halt damit klarkommen, dass auf deinem System ein Firefox automatisch userspezifizierte Webseiten aufruft, die eventuell Exploits enthalten. Aber prinzipiell ja, also wenn du Interesse hast, gerne bei uns melden. Wir haben irgendwo im FAQ auch, genau, wir haben hier unten irgendwie ein Mail-Tool, wie man uns erreicht und unseren Twitter. Generell, wenn Leute was hosten wollen, idealerweise natürlich Leute, die entweder eine Rechtsschutzversicherung haben oder eine Universität sind oder sowas, wo man nicht so oft verklagt wird. Bisher hatten wir, ich glaube, eine Abuse-E-Mail bekommen wegen dieser Geschichte, aber ja. Gut, ich sehe keine weiteren Meldungen. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, die ihr gerne offline klären wollt, ihr findet mich hier in Person und ansonsten auf Twitter @MalexMarvel oder halt hier beim Secure Mobile Networking Lab Max Maas. Und ja, damit bin ich fertig. Danke.